Hey, an alle, die immer noch gerne 3D-Drucker zusammenbauen, Bausätze gern haben und nicht den fertigen Druck aus der Schachtel nehmen wollen, zeige ich euch gleich den Kollegen hier. Und bis dahin könnt ihr noch abonnieren und so und noch gleich lieber jetzt liken, bevor ihr merkt, das ist ein Scheiß. Also bis gleich. Ja, die Kollegen hier sind bei uns relativ unbekannt. Vielleicht kennt ihr der eine oder andere die Marke, ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche, Folgertech aus Amerika. Die machen wirklich noch, also hier, das ist der FT5, dann gibt es jetzt den neuen, den FT6. Und der FT6 ist ein wirklich großer Kollege noch. Da ist der mit dem Druckbett hier mit, was sind es, glaube ich, 300, 400, glaube ich, sind es. Hier zum Vorbehalten ist das wirklich ein kleiner Kollege. Der andere kann, glaube ich, 740 mal, glaube ich, knapp 400 auf 300 oder so Millimetern. Ihr bekommt den Drucker bei Folgertech als Bausatz. Ich glaube, der hier ist ab und an, ich glaube, ab 399, ich glaube, 399 oder 499, irgendwie in dem Bereich, ist der Drucker angesiedelt bei Ihnen. Was ich so gesehen habe, ist eigentlich hauptsächlich, müsste man ihn direkt von Amerika bestellen. Dann kommt noch Zoll drauf, Porto etc. Aber es ist, finde ich, jetzt wenn ich der Große hier nehme, da habe ich schon geschaut für die Schweiz, der FT6, also der Große, wirklich der große Bruder hier, kommt mich, also 699 kostet der Drucker oder ab 699 Dollar. Plus noch das große Display, Direktextruder, dies, das, Ananas. Mit Versand etc. wären es 1100 Franken, glaube ich. Und für die Größe und für die, ich finde, noch recht gute Qualität vom Ganzen und das Konzept, finde ich, passt mir, würde ich den sogar, wenn das Geld einmal reicht, wirklich kaufen und wirklich wieder mal so einen Drucker zusammenbauen. Weil den Kollegen hier habe ich zusammengebaut, gekauft, Occasion, also gebraucht. Ohne hier das schöne Plexiglas-Eingehäuse oder die schöne Plexiglas-Einhausung. Die habe ich mich zusätzlich besorgt von 3D Up. Ist auch aus Amerika eine Firma. Ich verlinke euch unten mal dann in der Videobeschreibung den Link zu der Firma. Die machen für Folgertech-Einhausungen oder auch für den Brusa. Einhausungen etc. Für gewisse Drucker machen sie wirklich schöne Einhausungen und hier wirklich für die Folgertech finde ich Hammer. Also die Einhausung finde ich wirklich Hammer. Erstens sieht das Ganze jetzt verdammt edel aus, finde ich. Der Einbau war auch gut, die Qualität von den Komponenten finde ich auch gut. Ihr könnt ihr da schön aufmachen. Das Ding ist auch wesentlich leiser. Man glaubt nicht, wie viel so Plexiglas an Geräusche wegnimmt. Was ich noch machen muss, ihr hört es sicher, hört ihr es? Das muss ich noch machen, hier in den Kanten noch, wie soll ich sagen, das Ganze vorspannen, dass es nicht so labbrig ist, aber ich fahre mit diesem Druck eh meistens langsam und dann spielt das keine große Rolle. Aber auch hier habt ihr, ich halte lieber den Drucker ein bisschen. Hier habt ihr coole Türchen und Einhausungen. Die Dinge sind hier 3D gedruckt, diese nicht. Diese 3D gedruckt hier und auch hier oben, wo das Magnet drin ist, ist 3D gedruckt. Und hier oben könnt ihr auch noch öffnen das Ganze. Finde ich wirklich schön, super, Hammer. Das nur nebenbei, 3D ab. Coole Sache. Zu dem Drucker selbst hier, der Folgertech FT5. Er ist schon cool. Also mir gefällt es, hinten ist das Board verbaut, in dem Kasten sieht man es ja, hinten in dem Kasten ist das Board verbaut, da habe ich mir nun jetzt noch auf Fingiverse hier die Platten hier ausgedruckt, die kommen dann hinten aufs Gehäuse drauf und werden 120 mm Lüfter dann drauf, dass auch die Lüfter hinten ein bisschen leiser sind, beziehungsweise noch leiser das Ganze wird. Und ich werde hier dann noch das Large oder Lurch, ich glaube K, das große Board ist das K, glaube ich, verbauen, wo ich auch schon lange hier habe, mit dem großen Touchscreen. Finde ich ein cooles Board.
muss ich natürlich hier unbedingt einbauen, weil das ist bis jetzt, muss ich sagen, von meinen Druckern hier eine Art Liebling, kann man sagen. Warum? Mir gefällt er. Ich finde ihn einfach cool. Und jetzt mit Einhausung und so macht er was her. Hier hinten ist noch eine Temperaturanzeige im Gehäuse, auch habe ich auch dazu bestellt hier. Hier, ich weiß nicht, ob ihr es seht, hier der Rollenhalter hier ist aus purem Plexiglas, war auch Zubehör, musste ich natürlich auch haben, also den Plexiglas-Filamenthalter, die Temperaturanzeige etc. musste ich wirklich das Komplettpaket haben, weil das Ding mit der Einhausung wirklich was hermacht. Und wenn danach der Rest auch noch passt, also fertig verkabelt ist das Ganze und schön gemacht mit dem neuen Board, denke ich wirklich, das ist dann mein Lieblingsdrucker, weil er gefällt mir einfach. Ich finde ihn cool, ich finde es passt, er ist wirklich stabil. Also was soll ich sagen, er ist echt, mir gefällt er. Der Vorgänger hat dann gewisse Veränderungen noch vorgenommen und Verbesserungen mit dem Endstopp hier, musste ich eben abpassen. Seht ihr es? Nein, oh, seht ihr es. Hier ist der Endstopp, wo normal in der Innenseite liegen würde. Habe ich hier noch einfräsen müssen, das Ganze hier, das Plexiglas. Aber sonst druckt er wirklich gut. Ich zeige euch mal schnell die Drucke. So. Das habe ich mit dem Drucker hier ausgedruckt. Ich hoffe, gelb sieht man halbwegs auf der Kamera. Ist zwar nicht die beste Farbe, denke ich. Ich hoffe, ihr seht es. Ich hoffe, ihr könnt es so gut wie möglich sehen. Es ist wirklich, wirklich gut geworden. Also ich war selber überrascht, wie schön er das gemacht hat. Wirklich, wirklich schön geworden. Und nur als kleiner Vergleich, die Vase in ein bisschen größer, Originaldatei vom Bruser. Das ist die Originaldatei für die gleiche Vase, nur in ein bisschen größerer, mit einer größeren Skalierung vom Bruser. Also ich denke, viel Unterschiede, man sieht halt hier beim Blau schöner noch die einzelnen Schichten leer als wie beim Gelb. Aber wenn ihr es in live sehen könnt, seht ihr eigentlich keinen Unterschied. Also so minimal, dass es eigentlich nicht mal ein Hauch eines Wortes überhaupt der Wert ist. So nur nebenbei. Hier so der Drecksköter hier. Oder Fox oder wie auch immer da. Also er macht das wirklich schön. Klar, ich weiß, gelb ist eine wirklich bekackte Farbe, um euch dies zu zeigen. Aber das sind jetzt eben die Dinge, was ich zuletzt mit ihm ausgedruckt habe. Auch hier der Poly... Ja, ist er noch schnell? Wer ist die Marke da noch schnell? Polymaker Tower, genau. Hier der Polymaker Test Tower, also bis auf gewisse Einstellungssachen, hat auch diesen schön gemacht. Ihr müsst mal hier achten, auf die Stützen hier und auf das Podest, wenn ihr es sehen könnt, sondern die Kamera scharf macht oder auch nicht. Ja, natürlich. Ja, ihr seht es wirklich wahrscheinlich nicht gut. Er hat es wirklich gut gemacht, kein Thema, wirklich schön. Das nur nebenbei, ihr könnt auch mit Lasern ganz gut hier Dinge einlasern, nur so nebenbei so. Man sieht es halt auf Gelb nicht gut, da muss man nach mit einem Bleistift, aber egal. So. Ja, ich sehe wirklich keine große Vorstellung, was ich habe, aber ich wollte euch den mal unbedingt zeigen, weil der wirklich so von denen, was ich bis jetzt hier habe und gehabt habe, fasziniert mich der irgendwie. Der hat jetzt, ihr wisst, da, wie ich schon erwähnt habe, der spricht mich nicht an, der gibt mir keine Emotionen irgendwie frei, nichts, der ist einfach da. Der eher macht mir Freude, jetzt eben mit Einhausung, sieht es aus wie ein kleiner Glaskasten.
Er ist recht leise, wenn die Lüfter dann gewechselt sind, ist er noch leiser. Und dann ist das top. Druckqualität passt auch. Und ich finde den Bausatz für den Preis und für das, was man bekommt für den Preis, absolut top. Und ich drucke ja nicht lange hier. Und man sieht, oder hier nicht, aber ich sehe es, es sind 27,3 Grad jetzt im Gehäuse. Und hier draußen haben wir 20,2 Grad. Also ich drucke noch nicht lange, aber es sind schon 7,3 Grad wärmer in dem Gehäuse, als wie hier der Außenbereich ist. Ich habe das letzte Mal einen längeren Druck gemacht und dann waren es im Gehäuse drin, glaube ich, irgendwas mit 37 Grad oder so. Also wirklich eine gute, tolle Sache. Ich werde euch hier noch mehr informieren über den und mal dies und das bringen, sobald ich auch beim Board das andere Board habe etc. Weil der fasziniert mich, der finde ich gut. Und wenn es mit dem Geld da mal hinhaut, dann werde ich mir unbedingt den FD6 kaufen, weil der ist wirklich so mein Ziel, kann man nicht sagen, aber den hätte ich sehr, sehr gern. Ja, das soll es wieder gewesen sein. Nur ein kurzer Einblick hier zu dem Folgertech FD5 und der Top-Einhausung von 3D ab werde ich unten verlinken und Folgertech werde ich euch auch unten verlinken. Dann könnt ihr mal da, wenn ihr Lust und Laune habt, mal drauf schauen und euch selber informieren und schlau machen. Also bis dann und danke fürs Zusehen oder auch nicht.